Seit ich mich besinnen kann, gibt es den Hannibal in Sölden. Erfahren habe ich es vom Papa, der ist einmal heimgekommen und sie suchten einen kleinen Hannibal. Und ich kam, da hat ihn in Frage gekommen. Ja, im Studio war die Donna und der Chris. Und die bin ich halt nicht auf der Couch geguckt, da mit denen reden können. Ich glaube, ich habe sagen müssen, thank you, Donna, irgend sowas. Ja, beim ersten Hannibal 2001 und 2002 haben wir einen Hannibal-Darsteller gehabt, einen Hannibal als Junge. Und der ist jetzt nach dem zweiten Jahr davon gewachsen, zu groß geworden und haben auch neue Suchen gemischt. So, Buben, jetzt fahren wir da hoch, hinter mir nach, die wird aufpassen. Wenn es einen ausstellt, der ist selber schuld. Der Hannibal Junior, der muss drei Sachen haben. Das sind Skifahren, frech sein und das dritte, ein Assalsogenücht. Ja, jetzt haben wir es 19 Jahre gespielt, von 2001 bis jetzt. Und jetzt haben wir 6 Hannibal als Junioren in Einsatz gehabt. Ja, und jetzt muss ich meinen Enkel Reneas der Konkurrenz stellen, weil Hannibal sehr beliebt ist und speziell die Rolle vom Hannibal als Jungen. Und jetzt muss er sich halt durchsetzen. Ich bin da hergefahren, dass sie sehen, dass ich Skifahren kann. Und ich möchte heuer in Hannibal spielen. Aber nicht den erwachsenen Hannibal, meint er, sondern den Buben, der an der Seite von Vater Hamilkar auftritt. Unsere Geschichte Hannibals beginnt mit 9 Jahren. Er wird von seinem Vater mitgenommen auf eine Mission nach Spanien. Gespielt wurde der junge Hannibal seit 2001 von bisher 6 Ötztaler Buben. Mittlerweile sind alle groß. Sie stehen für eine ganze Generation, die im Ötztal mit diesem Mythos aufgewachsen ist. Generation Hannibal. Hineas war heute der Beste. Er ist erst 7 Jahre alt, mutig, aber diszipliniert und nicht auf den Mund gefallen. Now you! Was du auch? Okay, du darfst jetzt auf den Dummauer klettern. Ich hänge dir jetzt hier vorne an. Für ihn kommt jetzt die letzte Aufgabe. Hebt ihr das so ein? Ja, leicht hebt ihr das. Sau einsteigen mit den Füßen, mit denen da, mit der rechten. Geht nicht. Ja, super machst du das. Ich fahre normal eine Windmaschine, aber jetzt habe ich einen Turm drauf, einen Hannibal. Und da muss man halt ein bisschen sachter fahren, weißt du, ein bisschen hakelig. Weil es relativ hoch und da beitelst du dann ziemlich her. Wir sehen uns am Hannibal. Freitag, 12. April, beim Hannibal in Sölden, Ötztal, Tirol.